Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Let's Play Together LS13. Ihr seht, ich sitze in einer anderen Zugmaschine. Wir haben gerade festgestellt, wir haben jetzt, glaube ich, eine Stunde gebraucht, bis wir festgestellt hatten, die Auflieger, die wir gekauft haben, die haben irgendwie das komplette Spiel lahmgelegt. Wenn ich die Auflieger angekoppelt hatte, dann konnte der Revoltech gar nichts machen. Jetzt haben wir die Anhänger verkauft. Ich hatte erst gedacht, das ist die Zugmaschine, deswegen habe ich jetzt auch eine andere. Auch daran hat es nicht Daran hat gelegen. es nicht gelegen, haben wir dann festgestellt. Dann haben wir festgestellt, immer wenn ich die Auflieger angekoppelt hatte, ja, und die Frames gehen immer wieder bei mir im Keller, so wie immer. Immer wenn ich die Auflieger angekoppelt hatte, war Feierabend bei ihm. Und jetzt haben wir die Auflieger verkauft. Wir haben ja zum Glück noch zwei lange. Mal schauen, vielleicht werden wir noch einen dritten kaufen. Sind ja normale Anhänger. Zum Glück haben wir die und die funktionieren auch. Das hatten wir ja in der anderen Aufnahme. Und dann müssen wir es halt so machen: einer macht sich bei und erntet. Und einer kurvt immer hin und her. Ja, Und mein anderer Hänger vom deswegen Grab haben ist wir schon jetzt auch gefunden. 268.000. Ich kann es euch auch zeigen. Ihr wusstet, wir hatten von den Sigadu zwei Stück. Ihr seht es, die sind weg. Genauso, kleinen Moment, Mods nach Marken. Der rote Truck ist auch nicht mehr da. Und die drei Kröger SRB 35 Trains sind auch nicht mehr da. Nicht, dass ihr denkt, wir cheaten oder sowas. Das machen wir nicht. Wir sind ehrliche Let's Player. Ja, wo stand. Ja, super. Das muss ich erstmal wieder suchen. Ah, natürlich wieder gegen den Zaun geballert. Ich suche gerade den anderen Anhänger. Aber mach's gerade mietrischer leer erstmal. Jetzt ja schon anfangen können, den anderen zu ernten. Mit Gras, der schwimmt da voll. Der ist voll. Wow. Okay, also werden wir zwei bis drei Hänger brauchen, wa? Noch. Werde ich mich gleich beimachen, noch welche ranschaffen, okay? Also ich muss jetzt gerade mal gucken. Wir hatten nämlich definitiv einen noch. Ich muss erstmal wissen, wo das war. Hinten war es nicht. Jetzt fahren wir mal hier links rein. Oh, hier. Ah, hier ist die Biogasanlage. Okay. Muss ich mal kurz. Da, ach, da unten. Okay. Ja, es bleibt ja eigentlich gleich, ob wir Biogas oder gleich verkaufen, oder? Ich würde sagen, wir verkaufen erstmal gleich und dann, wenn wir mehr Zeit haben und so. Ja. Dann würde ich sagen, machen wir direkt Biogas, oder? Das Problem ist gerade nur, bei mir leckt's wie die Hölle. Ah, ich glaube, ich habe jetzt die richtige Ecke gefunden. Hier müsste er, glaube ich, stehen, weil da sehe ich schon den Lemkin. Hier links, glaube ich, ne? Hier stand doch mal einer rum. Da haben wir keinen mehr. Das kann es doch nicht geben. Scania. Na super, Alter. Das wäre jetzt noch der Brüller. Nö, einen nur. Weißt du, was wir machen? Ich verkaufe den Truck, in dem ich drin sitze. Und mach was anderes. Verkaufen? Dann kaufe ich uns einen anderen Traktor. Also, ich habe jetzt insgesamt dann drei Anhänger. Ne? Ja. Super. Da ist er. Nee. 3800? Nein, das war er nicht. Oder war er das? Ja, Leute, er war's. Jetzt haben wir ein Problem, jetzt haben wir nicht genug Geld für die Aktion. Wisst ihr was? Wie viel kostet er? 240.000. Ja, warte, ich fahr Nee, schnell. passt schon, ich habe schon 300. Ich habe einen John Deere verkauft. Die John Deere fahren wir eh eher seltener. So, das Gras jetzt verkaufen oder Biogas? Verkaufen. Da muss ich Ich komme gleich. rüber. Kleinen Moment. Ich bin jetzt nämlich gleich am Shop.
Und dann bringe ich dir gleich einen Anhänger mitten lernen. Also, ihr habt es gesehen, ich habe einen neuen Traktor gekauft, ein Klaas, der sich eigentlich ganz gut fahren lässt. So, muss ich mich gerade mal wieder übelst noobig anstellen, diesen Scheiß-Anhänger anzukoppeln. Boah. Jetzt bin ich auf die Tabulator-Taste gekommen. Beim Ankoppeln. Nein! Ein Glück haben wir noch nicht so viele Fahrzeuge. Nochmal durch. Jetzt. Gut, angekoppelt ist er. So, jetzt hoffe ich mal, dass ich hier richtig fahre. Dann bringe ich dir den Anhänger gleich hinter. Nehme den anderen gleich mit. Oder soll ich dir den dritten noch mitbringen? Ja, egal, für den Chef. Weil der fährt nämlich 50. Der Truck, der fährt auch nicht viel schneller. Ach, fährst du selber weg? Hm. Weißt ja wo, ne? Da unten die Abladestelle, die du da siehst, da musst du hin. Sag nicht, ich bin schon wieder zu weit. Nö. Hä? Ach, hier links muss das sein. Ja, genau, da sehen wir doch schon ein paar Traktoren stehen. Mann, 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 Mann. So. Anhänger Nummer 1. Ich fahre dann gleich weiter und hole dann den nächsten, ne? Ja. Manometer, Alter. Und bist schon am Verkaufen? Nee. Da ist es, genau. Da fährst du drüber. Und da kannst du abladen. Und da die Brücke, die du da gerade gesehen hattest, ne? Die geht noch hin, das ist ein Feld, wa? Ja, genau, da ist die Rasenfläche, die ich meinte. Okay. Ja, also das Geld sprießt, ne? Das ist. Da ist der andere Anhänger, den werden wir auch gleich wieder schaffen. Warte ich kurz, bis du beladen hast, dann werde ich mal gucken, ob unser Helfer. Hast du eigentlich für den Mähdrescher schon einen Helfer eingestellt? Ja, mache ich gleich. Deswegen hatte ich gefragt, und dann hätte ich das gleich gemacht. Zum Ernten. Dann kann ich nebenbei da gleich immer den mit ausladen, weißt du? Den Mähdrescher. Ah, wieder ein Jet rüber geflogen. Bist du jetzt am Zurücktuckern? Hey. Ich glaube, bis dahin habe ich schon wieder einen Anhänger voll. Ja, der geht ja übelst schnell voll. Das Problem. Ja, keine Ahnung, wieso der so schnell voll geht. Das hatten wir eigentlich beim letzten Mal. Das hat mich auch gewundert. Und das ohne Mod. Keine Ahnung, was das ist für ein Quark. Ja, umso mehr können wir verkaufen, oder? Oh ja. Keine Ahnung, was das für eine Mod ist. Beziehungsweise in der Mod haben wir eigentlich gar nicht drin, die Ertragsmod. Die habe ich ja schon vom Rechner wieder gelöscht. Wollte ich eigentlich auch nochmal im Let's Play vorstellen, aber man kann sich eigentlich drunter vorstellen, was eine Ertragsmod ist. Ja. Und damit habe ich meinen Vater geärgert, habe ihn in die Mod reingezogen, ne? Original. Aber normalerweise, wenn wir die Ertragsmod drinne hätten, ne, dann würden wir gar nicht so weit kommen mit einem Anhänger. Und so ein. Das Ding wäre dann innerhalb von ein paar Zentimetern wäre das Ding brechen voll. Junge, komm, fahr. Anschalten. Tempomat 1 und ab geht er. Tü, ganz gemütlich und gechillt. Ich bin gespannt, wie weit er verkommt. Ich glaube mal, wir haben zu tun, das Feld überhaupt abzuernten, komplett. Dass wir das andere machen müssen. Ja, wir bräuchten dann irgendwann den anderen Klaas. Da können wir jetzt erstmal drauf hinsparen, diesen großen Klaas. Damit der Direct ist. Müssen wir mal zusammenrechnen, wie viel Geld wir ungefähr brauchen. Für den.
Und dann rammeln wir uns den zusammen vom Geld her. Voll. Das gibt's doch nicht. Ja, ich lasse die dir gleich stehen, dann kannst du dich beimachen, die beiden Anhänger voll rammeln. Okay? Anhänger will ich abhängen. Du musst ja am Dings rammeln. Ich laufe jetzt nur fix hinter zu meinem Traktor, damit ich den Anhänger da fahren kann. Ja, irgendwie der Klaas, der schaut schon geil aus. Warte, ich nehme den Anhänger erst weg. Oh, du hast natürlich wieder den Traktor so eng hingestellt, dass man da mit einem anderen Traktor nicht vorbeikommt, ne? Rumfahren! Oh. Der hat so eine geile Lenkung, der Traktor. Warte, ich fahr weg. Ah. Oh. So, ich hoffe mal, ich kriege jetzt die Backen, wo das hin war, ohne PDA. Und dann... geht. Genau. Ah, so die Route 6. Hier geradeaus war das, ne? Mhm. Das ist ja eigentlich genial gemacht, ne? Einfach nur geradeaus knallen. Aber was mich wundert, dass hier keine anderen Fahrzeuge fahren. Hm. Egal. Haben sie wohl, wo sie die Map erstellt haben, nicht mit eingefügt, dass hier andere Fahrzeuge mitfahren. Kann Ecken dauern, bis ich da bin, glaube ich, ne? Oder? Hm, ich glaube, wir müssen das wirklich so machen, dass wir immer wechselseitig hin und her fahren. Jeder selber mit dem Traktor seinen Anhänger wegbringt. Das hätte ich nämlich jetzt auch gemacht, weil... ja. Nicht mal 20 Sekunden, da ist der Hänger voll. Wie viele Anhänger wollen wir dafür kaufen, Alter? Also ich glaube mal, wenn das so weitergeht, ne, für den Klaas, haben wir schnell das Geld dann zusammen. Mhm. Muss eigentlich bald da sein, ne? Fast. Ja, fast. Genau, auf PDA. Bin falsch gefahren. Ja. Doch falsch gefahren. Nein. Bin ich doch nicht. Bin doch richtig. Also einmal im Kreis. Also einmal im Kreis und weiter geht's. Ich habe da hinten nicht gesehen, dass da das, dass da die Gaststätte dann kommt. Hier vorne müssen wir nämlich abbiegen. Die nächste Straße links. Dann Vote Obama. Wie alt ist denn die Karte, Alter, dass da noch steht, Vote Obama? Mann, Mann. Boah. Wenn wir dann nachher den Klaas oben haben, ne? Damit ja. Wir das Feld da oben schneller abernten können und wegbringen können. Dann können wir ja den John Deere hier runterbringen. Ne? Mhm. Dann können wir immer abwechseln. Dann kann einer oben mit einem Helfer und dann immer runterschaffen. Weil bei dem Klaas kann man ja zum Glück einen Helfer einstellen. Und hier unten macht dann einer sein Ding dann mit dem Dings. So, dann schauen wir mal. Und es rasselt das Geld. Richtig geil. Oh, die Optik schaut einfach nur geil aus, wenn der Anhänger so abklappt, ne? Oh ja. Schaut einfach nur fett aus, so von vorne. Wenn du so siehst. Boah, geil. Da kann man nicht meckern. Aber das finde ich eigentlich ganz gut, dass sie hier direkt eine Verkaufsstelle für Gras haben. Gut, du verdienst zwar nicht so viel wie mit Biogas, aber ist ja egal, ne? Ja. Gut, Biogas brauchst du länger. Mhm. Aber wenn das Gras gleich so wegschifft, brauchst du dann nicht so lange. Deswegen verdienst du auch nicht ganz so viel wie mit Biogas, aber ist uns erstmal egal. Wir brauchen erstmal ein bisschen Geld, damit wir uns den Glas holen können. Weil wir haben jetzt über 200.000. Ah, fahr du nein. Ich warte. Aber willst du da hinten rein? Ach, bin ich jetzt vorbeigefahren? Ja, nee, da wo ich rausgekommen bin. Über, hast du PDA? Ja, da rein. Ja, genau, da musst du rein. Wenn du das PDA anhast, wenn du, da wo du Gaststätte siehst, ne? Ja. Direkt Gaststätte. Oh,
Direkt Gaststätte musst du reinfahren. Jetzt hat er wieder den Hänger auf den Zaun gesetzt, Alter. Das gibt es doch nicht. Nee, der geht aber leicht. Ja, weil ein ziemlich starker Traktor ist. Ich habe uns ja Traktoren ausgesucht, die ordentlich Motorleistung haben. Boah, jetzt vorne rein. Ja.